Peter, vielleicht fassen wir ganz kurz die Partie zusammen. Wie schwierig war es, gegen Wiener Neustadt wieder zu spielen? Ja, sehr schwierig. Die haben sich wieder mit 10 Mann hinten über 16 aufgestellt. Wir haben alles probiert, haben, glaube ich, 5-6 Hochkaräter gehabt. Haben die heute nicht reingekaut und die haben sie verliert. So spielst du halt eine Partie 0-0. Heute war es ein bisschen unglücklich. Ihr habt zahlreiche Chancen gehabt. Stangenschüsse waren wieder mit dabei. Dann haben 5er einige Chancen vernebelt. Auf was ist das zurückzuführen? Ist das einfach ein Pech, das man hat vor dem Abschluss? Ja, heute war es, glaube ich, das Pech. Wir haben uns sehr viele Chancen rausgespielt, sehr viele hochkarätige Chancen rausgespielt, haben zweimal an die Stange geschossen. Ja, heute war es, glaube ich, einfach das Pech. Hat man die Cup-Partie vom Dienstag auch noch gespürt in den Beinen? Ist er doch über 120 Minuten gegangen? Ja, nein, glaube ich nicht. Wir sind alle Vollprofis. Wir haben das alle drin in den Beinen, dass wir 120 Minuten jappeln können. Hat man, glaube ich, auch gesehen. Wir waren 90 Minuten Spielbestimmen und leider ist der Ball halt nicht eingegangen.